Servus Leute und willkommen zu einem kleinen, ja, etwas anderem Let's Play bei mir. Wir haben ja gerade so ein kleines PvP-Event und die wissen zwar nicht, dass ich aufnehme, aber ich nehme trotzdem mal auf. Slash GM3 noch. So, dann gucken wir mal, was das alles gibt. Wen haben wir denn hier? Wir haben hier ungefeuert Maximus Tiberius, Ungar, Dr. Tennant, Neptun, Graf von Belfort, Jufiro, Sachsenherr. Da fliegt noch so Domi rum. Sieht man aber nicht schon raus. Und hier haben wir nur drei Stück, vier Stück. Also komische Namen haben müssen. Viel zu lang. Ich bin mal gespannt, ob sie dann auch wirklich angreifen. Der Manus. Sieht zumindest alles sehr schön einheitlich eigentlich aus. Gefällt mir. Worauf warten die? Da fliegt der erste Pfeil, noch ein Pfeil. Ich glaube, das war Mr. History, der Rat, ja. Ich frage mich, was die ganze Zeit immer machen. Sind das denn für gut? Jonas ist ja noch auszusprechen. Der Name hier, Pilzbock, geht ja auch noch. Fail. Koyote. Was sind das für Namen? Egal. Wir dürfen gespannt sein, wie das hier ausgeht. Von der Mannstärke her ist es eigentlich gerade. Machen die da? Ich glaube, es ging darum, das Dorf hier irgendwie zu zerstören oder einzunehmen. Keine Ahnung, mal gucken. Die Kamera habe ich bewusst ausgelassen, dass ihr das volle Bild habt. Ja, scheint los zu gehen. Sieht mir sogar halbwegs tief. Warum? Naja, sieht mir noch nicht irgendwie wie eine Schlacht aus, das sieht mir nach einem Kindergeburtstag aus. Da laufen wir zwei und ziehen sich wieder zurück. Was machen die denn da? Wenn sie mal eine richtige Schlacht machen würden. Ah, guck mal hinten.
würden die Bild für jeden anmachen, also auch für Außenstehende, die Stadt, und würden auch TNT und sowas erlauben. Ein paar Bogenschützen obendrauf und dann vernünftig verteidigen. Aber irgendwie wechseln sie ständig ihre Position und das war's. Also die groß angepriesene Schacht ist das jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja schon stattgefunden, aber wäre mir jetzt neu. Ui. Ja, das sieht zumindest ein bisschen nach einer Schlacht aus. Müssen wir mal gucken, ob auch jemand zu Schaden kommt. Aber irgendwie bisher noch nicht. Ja. Oh, jetzt. Die ziehen sich jetzt zurück. Und der ist von hinter sich geschossen. Schön verbarrikadiert. Wenn sie ein richtiges Team werden, würden sie ansagen, auf wen sie gleichzeitig mit dem Bogen schießen. Dann nämlich jeder Schuss, wenn dann alle drei, vier Leute den gleichzeitig treffen, ist er ziemlich schnell down. Aber so schießt jeder auf irgendeinen und das war's. Naja, das kann ja, oh, ein bisschen dauern. Ist ein ziemlich guter Kopfschuss. Also nur zur Info, das sind gerade Roleplay-Ausdrücke. Deswegen kann man die noch dulden als Umgangssprache. Aber auch nur weil es Roleplay ist und normal wäre es was anderes gewesen. Oh, Kaktussuppe aus zu großer Höhe. Bom, bom, bom. Dann geht er auf jeden Fall, läuft auf jeden Fall was.
Irgendwie kommen die nicht weiter. Also wenn sie Eier hätten, würden sie jetzt sagen, okay, komm, wir machen auch Build und Destroy an. Und sagen sie eher nur Destroy. Dass die Gegner auch mal eine Chance haben, in die Stadt einzufallen. So kommen die ja zurzeit nicht rein. Aber recht haben sie eigentlich. Also hinter sich drin zu verbarrikadieren, ist schon ein bisschen peinlich. Kommt doch mal raus, ihr Feiglinge. Ja, kommt schon. Ja. Den hätte ich helfen, mal kurz geben. Eins. So. Das ist schon ein bisschen unfair, wenn du hier nicht rauskommst. Ah, genau das hatte ich befürchtet. Jetzt geht es nämlich gerade langsam los. Wo ist mein Pferd? Wer hat meine Rüstung? Ich werde mich mal ganz provokant im GM1 hinstellen. Wenn ich GM1 richtig schreibe. Einfach um zu gucken, was sie so machen. Na, langsam kommen sie in Schwung. Oh, jetzt sind sie drin. Jetzt sind sie drin. Jetzt haben sie. Ah, jetzt haben sie die Tür wieder zugemacht. Das ist schon wieder. Eigentlich nicht, das ist echt clevere Taktik. Tür auf, zwei reinrasten, schnell wieder die Tür zumachen und damit allgemein draufgehen. Das ist eigentlich eine clevere Taktik, aber nicht gerade die ehrenvollste. Oh, war ja.
Es hat schon das Spiel verlassen, weil er keine Lust mehr hat, offenbar. Sind wir zwei Mann auf in einer schlagen. Das war's jetzt, oder was? Oh, ein Lavasee. Es war knapp. Los, Bogen raus, allgemein und drauf da. Wo ist das Problem? Ja, komm langsam rein. Hat schon guten Hit. Ich glaube, ich bekomme das, wenn sie wieder weg ist. Oder ist ein Vanish? Das kann sein, dass ein Vanish ist. Naja. Oh, da geht's weiter. Ja, ich glaube, der Pilzblock geht nicht mehr lange. Ja, vier Leute, ich glaube nicht, dass er das überlebt. Oh, er hat sogar noch einen weggeholt, Wahnsinn. Oha. Da kommen seine Leute. Er hat tatsächlich überlebt bisher. Habe ich das nochmal aufgesammelt? Ich glaube nicht. Nee. Na gut, aber er hat sich tapfer gehalten. Das muss man ihm schon lassen. Okay, da sind noch welche wen am Jagen. Der Freddel. Ja, ich glaube, die haben es eingenommen. Oh. Ungefeuert ist auch tot. Nee, doch nicht. Er hat es noch geschafft. Na gut, das war auf jeden Fall sehr interessant. Mal gucken, ob da noch mal irgendwann was kommt. Könnt ihr auch jederzeit auf dem Discord, denke ich mal, nachlesen von Creative Empire. Ich werde, denke ich, auch mal zwischendurch auf meinem Discord was schreiben. Links sind beide unten in der Videobeschreibung drin. Könnt auch mal auf der Homepage nachgucken und so weiter. Oder direkt auf den Server kommen, creative-empire.de. Und ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es jetzt nicht so spannend war. Ist, glaube ich, für die meisten, die mitgemacht haben, nur ein bisschen lustig. Aber egal. Wie gesagt, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.